Ja, sehr geehrte Teilnehmer des heutigen Webinars, wir möchten das Webinar pünktlich starten und beginnen deshalb jetzt. Ich hoffe, Sie können uns gut hören und haben keine Probleme mit der Einwahl. Wenn das der Fall ist, dann könnten Sie bitte kurz bei Ihrem Namen mit der Funktion Emoticons ein Smiley auswählen, dann wissen wir, dass alles klappt. Ich sehe schon den ersten Smiley, also es scheint zu funktionieren. Gut, dann hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem Webinar Förderanträge, die DKE als Partner teilzunehmen. Es ist das dritte Webinar einer ganzen Reihe. Weitere Themen wie Horizon 2020 folgen zum Beispiel heute Nachmittag. Und weitere Informationen zu den restlichen Webinaren finden Sie auf der DKE-Homepage. Im heutigen Seminar zum Thema Förderanträge wird es darum gehen, wie unter anderem die Antragsphase abläuft, wie so ein Förderprojekt bearbeitet wird, wie die DKE da als Partner in Förderprojekten arbeitet. Und das Webinar wird circa 45 oder 30 Minuten dauern. Dazu begrüße ich unsere heutige Referentin, die Frau Henriette Boos, Expertin bei der DKE für das heutige Thema. Sie ist seit 2010 bei der DKE dabei als Projektmanagerin und dort natürlich auch für unser heutiges Thema verantwortlich. Darüber hinaus ist sie noch in anderen Projekten, wie zum Beispiel der Erstellung der Roadmap Smart Home and Building oder auch Gleichstromanwendungen. Und deshalb freuen wir uns wirklich, dass wir Frau Boos heute für unser heutiges Webinar gewinnen konnten. Dann noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Mein Name ist Sophia Hart. Ich werde heute Ihr Moderator sein. Ich bin selbst Mitarbeiterin bei der DKE und dort für das Thema IT-Sicherheit, speziell im Projekt Vernetzte IT-Sicherheit kritischer Infrastrukturen zuständig. Und in meiner Funktion als Moderator werde ich Sie heute durch diese Veranstaltung führen. So, und bevor Frau Boos mit dem Vortrag losgeht, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Sie sind während des Webinars stumm geschaltet, einfach vor dem Hintergrund, dass wir Störgeräusche vermeiden wollen, weil die ganze Geschichte ja auch aufgezeichnet wird. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren, und zwar über die Fragen- und Antworten-Funktion. Hier können Sie Fragen direkt an uns richten. Ich als Moderator sehe die dann und werde die dann entweder unmittelbar beantworten, an Frau Boos weiterleiten, oder wir heben uns die Fragen bis zum Schluss auf und beantworten diese dann gebündelt. Das werde ich bedarfsabhängig entscheiden, inwiefern das dann gerade passt, aber es wird auf jeden Fall keine Frage vergessen. Gut, im Anschluss an das Webinar möchten wir dann gerne wissen, wie Ihnen dieses Webinar gefallen hat. Dazu wird dann automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Umfrage gestartet zu Ihrer Zufriedenheit mit dem Webinar und an der wir Sie natürlich bitten möchten, teilzunehmen, denn wir möchten auch in Zukunft Mehrwerte bieten und sind dabei deswegen sehr an Ihrer Meinung interessiert. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss an das Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen möchten. Sollten Sie also zum Beispiel jetzt Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, dann können Sie sich das hinterher natürlich nochmal anschauen. Gut. Damit habe ich zunächst alles gesagt. Entschuldigung. Und übergebe jetzt an Frau Boos und freue mich auf einen spannenden Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Hart, für die nette Einleitung. Ja, mein Name ist. Ich kann nicht weiterklicken. Moment, Augenblick. Es geht nicht. Jetzt. Ja, so, also nochmal. Mein Name ist Henriette Boos und ich möchte beginnen mit einer kurzen Darstellung über die Ziele, Arbeiten und Themen des VDE. Und zwar deshalb, um Ihnen zu verdeutlichen, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit überhaupt bestehen und welchen Mehrwert das für Sie haben kann, mit uns als Projektpartner zusammenzuarbeiten. Ja, der VDE, der Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik, ist ein 1893 gegründeter technisch-wissenschaftlicher Verein.
Er deckt die Arbeitsbereiche Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik bzw. Informatik und den ergänzenden Technologien ab und beschäftigt sich auch mit Wissenschaften sowie deren Anwendung in Kommunikation, Medien, Automatisierung, Verkehr und Gesundheitswesen. Der VDE hat 36.000 Mitglieder und mit seinen 1.500 Veranstaltungen mit etwa 60.000 Teilnehmern im Jahr viel Erfahrung auf dem Gebiet der Organisation und Durchführung von Konferenzen, Sitzungen und Seminaren, das auch immer ein Teil von den meisten Projekten ist. Der VDE hat in seinem Leistungsspektrum vier Hauptfelder. Zum einen den Bereich Wissenschaft, Bildung, Beruf mit den Fachgesellschaften und den Ausschüssen und dem VDE-Konferenzservice und dann das Prüfinstitut in Offenbach, das seit 1920 der Spezialist bei der Prüfung und Zertifizierung von elektrischen und elektronischen Komponenten, Geräten und Systemen ist. Das Prüfinstitut hat ein umfassendes Dienstleistungsportfolio für Hersteller und Handel und bietet Unterstützung von der Entwicklungsphase bis zur globalen Markteinführung. Darüber hinaus steht das Prüfinstitut für neutrale und unabhängige Prüfungen als Basis für zuverlässige und reproduzierbare Testergebnisse. Und das VDE-Zeichen und die VDE-Prüfberichte genießen hohe internationale Anerkennung. Das nächste Themenfeld der VDE-Gruppe ist der Verlag, der neben der Veröffentlichung von Normen und Fachbüchern auch die Zeitschrift ETZ herausgibt. Zusätzlich ist die VDE Verlag GmbH der Veranstalter von einer Vielzahl von Seminaren rund um das Thema Elektrotechnik und Informationstechnik. Zu guter Letzt, der vierte Teil, Hauptteil der VDE-Gruppe, ist die Deutsche Kommission der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, die DKE. Die werde ich jetzt noch mal genauer eingehen. Und zwar ist die DKE ein Organ des VDE und des Deutschen Instituts für Normung, dem DIN. Rund 3.500 technische Experten entwickeln Normen für mehr Sicherheit und Innovation und vertreten die Interessen Deutschlands in der internationalen und europäischen Normung, in der IEC und der CENELEC. Die DKE ist die nationale Organisation auf diesem Gebiet und ist Gründungsmitglied der Weltnormungsorganisation IEC. Von der Struktur her ist die DKE unter der Geschäftsführung und dem Lenkungsausschuss in 9 Fachbereiche und den Bereich Standardisierung und Innovation sowie der internationalen Zusammenarbeit aufgeteilt. Hier sieht man es nochmal genauer. Und genau hier werden auch die Förderprojekte bearbeitet. Wie Sie sehen, werden in den Fachbereichen alle Gebiete der Elektrotechnik und Informationstechnik abgedeckt, von den Werkstoffen über die Haushaltsgeräte bis hin zur Medizintechnik. Innovative Querschnittsthemen werden in den zurzeit 5 Exzellenzclustern bearbeitet und betreffen meist mehrere Fachbereiche. In manchen Projekten werden sogenannte projektbegleitende Arbeitsgruppen gebildet, die sich in regelmäßigen Abständen treffen und den aktuellen Status des Projektes besprechen. Die Mitglieder, die meistens direkt aus den Gremien kommen, geben Feedback und Hilfestellung zu dem Projekt und unterstützen auch zum Beispiel durch Vorträge an Workshops oder Bereitstellung von weiterführenden Informationen. Also das ist immer eine gute Zusammenarbeit. Und das Ganze ohne direkt als Partner im Projekt beteiligt zu sein. Je nach Themengebieten werden sie einem oder mehreren Fachbereichen zugeordnet bzw. kommen als Querschnittsthemen in den Gremien. Also die Projekte sind meistens übergreifend über mehrere Gruppen und die Gremien der verschiedenen Fachbereiche werden dann mit einbezogen. Die zuständigen Referenten stellen dann die Projekte in den Gremien vor und stoßen somit das große Netzwerk an. Und das Netzwerk bezieht sich bei uns nicht nur auf nationale Ebene, denn die DKE ist auch europäisch und international gut vernetzt. Wie ich eben schon gesagt habe, als Mitglied bei CENELEC und IEC ist der Zugang zur internationalen Normung und damit auch zur internationalen Öffentlichkeit gegeben. Ich
Ich selbst habe 4 Jahre lang in einem Projekt des 7. Rahmenprogramms der EU auf Seiten der DKE betreut und in dessen Laufzeit eine Spezifikation bei IEC eingereicht und veröffentlicht. Und somit war ein Ergebnis des Projektes in die internationale Normung eingeflossen und wurde durch das normative Dokument zu einem Wegweiser auf dem Gebiet. So, nun möchte ich zur eigentlichen Projektarbeit und der Beantragung kommen. Ich werde mich jetzt auf die Projektarbeit auf nationaler Ebene beschränken. Die Förderlandschaft auf europäischer Ebene wird Ihnen heute Nachmittag Dr. Paul Wacke in einem weiteren Webinar näher erläutern. Fangen wir also einfach mal bei der Projektidee an. Meist beginnt ein Projekt mit einer Idee und Sie kennen das ja sicherlich alle. Man hat dann eine Idee, eine Einzelperson oder auch eine Gruppe. Und während, meinetwegen, das Mittagessen plaudert man mit einem Kollegen am Tisch über die Idee, um mal sehen, was der andere über die Idee denkt, ob das vielleicht eine Sache ist, wo ich andere begeistern kann. Und meist bekommt man da oft erstmal kritische Einwände direkt zu der Idee, also mehr inhaltlich, wie zum Beispiel, sowas gibt es doch schon längst oder das interessiert doch keinen. Und manchmal sind es aber auch Befürchtungen in Richtung des zeitlichen Aufwandes für die Beantragung oder fehlende Partner. Können wir überhaupt alles abdecken, was so ein Projekt mit sich bringt? Und wer noch nie ein Projekt beantragt hat, bei dem stellen sich auch schnell Befürchtungen hinsichtlich der Komplexität der gesamten Förderlandschaft ein, weil das ja schon ziemlich viele Formalitäten mit sich bringt und das ist meist nicht ganz zu Unrecht. Es gibt eine Reihe von Hilfestellungen und Seminaren, die Licht in den Förderdschungel bringen, vor allem von den Projektträgern. Kurze Erläuterung, die Projektträger sind diejenigen, die im Namen der Bundesministerien zu einzelnen Forschungsbereichen und den bestehenden Fördermöglichkeiten informieren und beraten. Und natürlich ist auch bei uns der enge Kontakt zu dem Projektträger ein wichtiger Baustein für ein erfolgreiches Projekt. Denn nicht nur die Beantragung von Fördermitteln wird über den Projektträger abgewickelt, sondern er ist auch ständiger Begleiter und Ansprechpartner über die gesamte Projektlaufzeit bis zum Abschluss. Also sobald es irgendwie Probleme gibt, ist es immer ein guter Weg, direkt den Projektträger anzusprechen. Meistens hat man bei denen einen Ansprechpartner, der sich komplett um ein Projekt kümmert. Der Projektträger steht auch schon bei der Idee beratend zur Seite, also auch schon bei der Projektskizze. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, und das nicht nur bei Anträgen, sondern auch bei meiner sonstigen Arbeit, dass man oft erst mit Gegenwind zu kämpfen hat, wenn man ein neues Thema auf den Tisch bringt. Also meistens gibt es ganz viele Stimmen, die sagen, ach, das braucht man doch nicht. Aber meist lohnt es sich doch einfach mal zu machen, den Mut zu haben, auch mal gegen den Strom zu schwimmen und einfach mal auszuprobieren. Und dabei kann der richtige Projektpartner eine wichtige Rolle spielen. Und hat man den richtigen Projektpartner erstmal gefunden, muss man die Idee natürlich zu Papier bringen. Der Koordinator, also sprich, wenn sich zwei oder mehrere Projektpartner gefunden hat, sucht man sich einen geeigneten Koordinator aus und der reicht für den gesamten Verbund die Projektskizze bei dem Projektträger ein. Das heißt, nicht jeder Partner reicht etwas Eigenes ein, sondern es wird eine Verbundskizze erstellt. Bei der Projektskizze kommt es nicht darauf an, möglichst viele Seiten zu füllen, weil der Projektträger und seine unabhängigen Experten müssen relativ schnell erkennen, was die Ziele des Projektes sind und wie sich der Mehrwert für die Gesellschaft darstellt und ob die Projektziele oder die bei der Ausschreibung gestellten Ziele erfüllt werden. Das Programm und die Ziele des Ministeriums und der Ausschreibung müssen sich also in der Projektskizze widerspiegeln und diese auch abdecken. Auch das Konsortium und ein Arbeitsplan müssen mit der Skizze bereits vorgelegt werden. Hinzu kommt ein Verwertungsplan und natürlich, das ist einer der wichtigsten Teile, die Finanzierung muss sichergestellt werden. Dem Projektträger muss auf jeden Fall schlüssig dargelegt werden, dass der Zuwendungsempfänger, sprich die Partner, in der Lage ist, das Projekt finanziell zu stemmen und dass er die Ergebnisse des Projekts der Öffentlichkeit zugänglich machen wird. Er hat der Öffentlichkeit natürlich hierbei eine Verpflichtung. Der Zuwendungsgeber hat eine Reihe von Kriterien, die er bei der Beurteilung von Projektanträgen zugrunde legt. Als erstes wird geprüft, ob das Projekt zu den ausgeschriebenen Zielen und Inhalten des Förderprogramms passt.
Das Förderinstrument Verbundförderung statt einzelbetrieblicher Förderung wird stets bevorzugt. Also mehrere Partner haben größere Chancen auf den Zuschlag als Einzelfirmen. Die Gruppierung der Unternehmen sollte alle Bereiche des Antrages abdecken. Wenn die Aufgaben die Expertise der Partner übersteigt, ist die erfolgreiche Durchführung gefährdet. Abhilfe kann hier notfalls auch eventuell die Einbeziehung von Unterauftragnehmern bringen. Dazu komme ich aber später auch nochmal genauer. Der im Projekt erzielte Fortschritt sollte über den Stand der Technik hinausgehen und eine Ausgewogenheit zwischen nicht zu dicht am Markt, aber nah genug ist sicherzustellen. Da die Projekte meist nicht zu 100% gefördert werden, muss eine Bonität des Zuwendungsempfängers für den Eigenanteil nachgewiesen sein. Die Insolvenz eines kleinen Unternehmens durch den Zuschlag für ein gefördertes Projekt ist nicht unvorstellbar und natürlich unbedingt zu vermeiden. Die meisten Ministerien fördern daher auch keine Start-up-Unternehmen. Nehmen, weil die Gefahr zu groß ist, dass sie den Eigenanteil nicht stemmen und da dabei untergehen. Ja, da sind schon eine ganze Reihe von Anträgen zu sehen. Neben der eigentlichen Projektskizze muss man natürlich sehr viele Formalitäten ausfüllen. Das sind unterschiedliche Richtlinien. Es gibt Tools, wo man die Sachen nochmal hochladen und einfügen und ausfüllen muss. Und es passiert schnell, dass das ein oder andere übersehen oder missverstanden wird. Daher, bei jedem Antrag und Projekt kommt wieder ein Stück an Wissen dazu. Also es ändert sich auch immer mal was, man lernt also nie aus, es bleibt immer spannend. Ist die Projektskizze soweit vom Projektträger akzeptiert worden, geht es an den Vollantrag. Der Projektträger gibt hierbei das Vorgehen und den Zeitplan vor, ebenso die Förderquote und den Projektstart. Diese Abstimmung mit dem Projektträger nennt man die Antragsberatung, sehr wichtig. Der Antrag selber hat feste Bestandteile, der besteht zum einen aus dem Antragsformular inklusive der Vorkalkulation, also sprich der Finanzplanung. Eine Erläuterung zur Vorkalkulation muss auf jeden Fall beigefügt werden, das heißt, welche Berechnungsgrundlagen gibt es zum Beispiel für die Personalkosten. Die Gesamtvorhabenbeschreibung, die einmal pro Verbund verfasst wird, sowie die Teilvorhabensbeschreibung von jedem Partner. Das heißt, jeder Partner legt nochmal eine Beschreibung seines Teils des Projektes vor. Zusätzlich kommt, wenn der Projektträger das anfordert, noch die Bonitätsunterlagen. Dazu können eine allgemeine Beurteilung von Bankkunden, sprich die Bonität wird damit geprüft. Oder wie im Falle des VDE müssen wir meist einen Vereinsregisterauszug bzw. die Vereinssatzung mit beifügen. Und als letztes kommen idealerweise noch Vergleichsangebote für Unteraufträge, falls diese im Arbeitsplan so vorgesehen sind. Ich sehe, wir haben hier zwischendrin eine Frage. Mhm. Und zwar, ob die DKE der Koordinator ist bei solchen Anträgen. Ja, also wir haben schon in vielen Projekten die Koordinator als Koordinator bearbeitet und wir machen das immer gerne. Kommt natürlich auf das Projekt drauf an, aber ja, machen wir. Also teils quasi. Teils, ja. Hm? So, als nächstes habe ich jetzt mal beispielhaft einen Auszug aus so einem Antrag auf Ausgabenbasis. Also es gibt zwei Arten Zuwendungen zu beantragen. Das ist einmal auf Ausgabenbasis, einmal auf Kostenbasis. Das hängt damit zusammen, wie man intern in der Firma seine Kosten abrechnet. Da gibt es aber auch genug Broschüren zu, dass man findet, welche Art von Antrag für einen die passendste ist. Also meistens ist es so, dass die Hochschulen auf Ausgabenbasis beantragen und die Firmen auf Kostenbasis. Das Antragsformular auf Gewährung einer Bundeszuwendung auf Ausgabenbasis oder auch auf Kostenbasis ganz einfach aufgebaut. Es gibt sechs Abschnitte, die nennen sich AZA 1 bis AZA 2 bzw. AZK 1 bis AZK 2. Und
Und jedes Eingabefeld hat eine eigene Nummer. Also zum Beispiel im AZA 1 befinden sich die Nummern 10 bis 160 und hier geht es hauptsächlich um das Vorhaben, den Vorhabenstitel, die Daten des Antragstellers und so weiter. Im zweiten Abschnitt werden Kontendaten abgefragt. Das AZA 3 beschäftigt sich mit den Daten von den Partnern. Da muss man angeben, wer sind die Partner, welche Firmen, wer ist da genau der Ansprechpartner mit Telefonnummern und allem. Der vierte Abschnitt ist mit der entscheidendste. Und hier werden die zuwendungsfähigen Ausgaben eingetragen, wie zum Beispiel die Personalausgaben und die Verwaltungsausgaben. Also das ist wirklich wichtig, weil alles, was hier an Fördermitteln nicht beantragt wird, kann später nicht über das Projekt abgerechnet werden. Der fünfte Abschnitt enthält eine Kurzfassung der Vorhabensbeschreibung. Das ist genau eine DIN A4-Seite. Hierbei ist darauf zu achten, dass dies das Teilvorhaben beschreibt. Das soll ein durchgängiger Text und keine Stichpunkte sein. Und das Vorhabensziel, die Arbeitsplanung und die Ergebnisverwertung sind Teil dieser Kurzfassung. Als letztes kommt dann noch der sechste Anteil des Antrags. Da ist nochmal beschrieben, welche Unterlagen noch beigefügt werden, eine kurze Erklärung zu dem Antrag und natürlich die rechtskräftige Unterschrift. Den wichtigen vierten Abschnitt habe ich hier noch einmal auszugsweise abgebildet. Das ist der Teil, wo die Personalausgaben und die anderen Kostenpositionen aufgelistet werden. Und hier sieht man ganz gut, dass die einzelnen Positionen schlüssige Titel haben. Aber es ist jedoch immer ratsam, sich für jede Position parallel beim Ausfüllen die genaue Beschreibung durchzusehen. Also es gibt zu diesem Antrag Leitfäden, die genau beschreiben, was hier gemeint ist. Zur Not, falls man mal bei einem Teil nicht weiß, kann man auch jederzeit den Projektträger ansprechen. Ich habe hier nochmal eine Frage. Ja, man kann, also die Frage ist, kann der Antrag noch nachträglich erweitert werden, zum Beispiel wenn die Kosten, zum Beispiel Laborkosten höher ausfallen? Das ist schwierig, aber es geht. Man muss natürlich da immer mit dem Projektträger sprechen. Ich glaube, eine Erhöhung um einen bestimmten Prozentsatz ist jederzeit ohne Antrag möglich. Ansonsten muss man das immer nochmal durchsprechen. Aber lieber darauf achten, dass man möglichst alles mit beantragt hat. So, dann gehe ich mal weiter. Ja, also die Projektträger sind da wirklich eine super Hilfe. Die bieten ständig auch Informationsveranstaltungen dazu an, die man besuchen kann, sobald eine Projektskizze ihr parallel zu den ganzen Anträgen gibt es noch Vereinbarungen, die getroffen werden muss. Das heißt, zusätzlich zum eigentlichen Antrag muss innerhalb des Bundes ein Kooperationsvertrag vereinbart und schriftlich festgehalten werden. Sprich, der muss von beiden oder von den allen Parteien unterschrieben werden. Dem Projektträger ist über den Abschluss der Vereinbarung der sofort zu informieren. Falls es den Partnern nicht möglich ist, innerhalb von 3 Monaten nach Beginn des Projektes eine Kooperationsvereinbarung vorzulegen, kann der Zuwendungsgeber von dem Fördervorhaben zurücktreten. Das heißt, diese Kooperationsvereinbarung ist sehr wichtig für den Fortgang des Projektes. Da drin wird vereinbart, wie die Zusammenarbeit geregelt ist, wie das ist mit den Rechten an den, oder wie, ja, also alles eigentlich, was die Zusammenarbeit zwischen den Partnern regelt. Sollte man schon im Vorfeld absehen, dass man diese Frist von diesen 3 Monaten nicht einhalten kann, ist es ratsam, den Projektträger direkt zu informieren. Also meistens ist dann noch ein Aufschub möglich. Natürlich nicht an dem Tag, wo man hätte abgeben sollen. Das ist meist eher schlecht. Ein weiterer Vertrag, den man abschließen muss, wenn das sehr nötig ist, ist der Unterauftrag. Für einen Unterauftrag sind 3 Vergleichsangebote einzuholen. Dies gilt auch für einfache Dienstleistungen, die nicht von den Partnern selber durchgeführt werden können. Die Auswahl eines Unterauftragsnehmers muss anschließend benannt und technisch-wissenschaftlich begründet werden. Idealerweise liegt dieser Vorgang bereits bei dem Antrag vor. Natürlich kann es auch mal sein, dass im Laufe eines Projektes dazu kommt, dass man merkt, dass man bestimmte Aktivitäten, die nicht vorhersehbar waren, durch die Partner nicht abdecken kann und dass ein Unterauftrag vergeben werden muss. Und das
Das ist natürlich auch noch möglich. Allerdings muss man das natürlich auch mit dem Projektträger direkt absprechen. So, nun auch einmal zurück zu der DKAE als möglichen Partner in Projekten. Die DKAE hat schon eine ganze Reihe an Projekten begleitet, mal als Koordinator, mal als Partner, sowohl nationale als auch internationale Projekte mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten und Forschungsfeldern. Bei der Beantragung, Durchführung und Abrechnung all dieser Projekte gab es viele und große Unklarheiten, die im ersten Blick oft gar nicht so entscheidend sind, aber doch beachtet werden müssen. Hier gilt es oft, sich im Verbund auf eine einheitliche Sprache zu einigen und eventuelle Rücksprache mit dem Projektträger zu halten. Ich habe einmal ein paar Beispiele aus meinem Projektalltag zusammengestellt, um Ihnen zu zeigen, dass es manchmal schon Kleinigkeiten sein können, die große Auswirkungen haben können. Bei meinem ersten Beispiel geht es um die Arbeitspakete. Durch Zufall saß ich letztens in Vertretung in einer Runde von Industrievertretern, die an den letzten Feinheiten einer Projektskizze waren. Und sie hatten eine ganze Reihe an tollen Ideen, wie sie auf Messen und Veranstaltungen die Zwischen- und Endergebnisse ihres Projektes präsentieren, der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Und ich war echt begeistert von dem Enthusiasmus und habe dann mal in dem Arbeitsplan geschaut, aber es gab kein Arbeitspaket für solche Aktivitäten. Ja, wenn diese jedoch nicht beantragt, können Kosten und Arbeitszeiten nicht auf das Projekt abgerechnet werden. Also man darf bei aller Enthusiasmus solche Kleinigkeiten einfach nicht vergessen, weil es wirklich wichtig ist. Man kriegt im Nachhinein dann die Kosten dafür nicht bezahlt. Auch der Punkt Reisen ist für ein Projekt ist immer wieder ein Thema. Hierbei muss beachtet werden, dass nicht die Regeln, die innerhalb einer Firma gelten, für die Projektarbeit gelten, sondern dass hier das Bundesreisekostengesetz maßgeblich ist. Also sprich, wenn man bestimmte Reisegewohnheiten innerhalb der Firma hat, muss man wirklich nochmal nachschauen, passt das auch zu dem Bundesreisekostengesetz, weil das sonst nicht bezahlt wird. Auch müssen während des Projektes Stundenprotokolle von jedem Projektbeteiligten erstellt werden. Und hier muss man sich wirklich auf einen einheitlichen Zeittakt einigen, weil sonst findet man zwischen 5 Minuten Abrechnung und 3 Stunden alles. Und das ist schon besser, wenn das irgendwie für eine Firma gleich ist. Insgesamt muss man sowohl bei der Beantragung als auch bei der Durchführung von Projekten aus meiner Erfahrung heraus immer darauf achten, dass für gute geleistete Arbeit, dass sie auch honoriert wird. Sprich, dass man auch wirklich guckt, habe ich alles beantragt, habe ich alles richtig abgerechnet. Zusammenfassend möchte ich nun noch einmal das Steckenpferd der DKAE als Partner in Förderprojekten darstellen. Mit unserer Erfahrung bei der Projektbeantragung und Durchführung können wir als Koordinator oder Partner viel Unterstützung leisten. Unser Fachgebiet ist aber natürlich in erster Linie die Normung und Standardisierung und die sollten natürlich auch ein Teil des Projektes sein. Mit dem Vorteil, dass die Normung ja auch eine Hilfe bei dem Zugang zum Markt sein kann. Viele Erfahrungen haben wir innerhalb der DKAE und des VDE mit Veranstaltungen. In den meisten Projekten sind Workshops und Konferenzen Teil des Arbeitsplans, denn der Zuwendungsgeber hat ein großes Interesse daran, dass die breite Öffentlichkeit über die Projekte informiert und auch mit einbezogen wird. Das Gleiche gilt für Publikationen. Der VDE-Verlag gibt mit dem ETZ eine eigene Fachzeitschrift heraus und wir in der DKAE haben zusätzlich eine enge Verbindung zu vielen weiteren Verlagen. Mit 35.000 Mitgliedern im VDE und 3.500 Experten in unseren Gremien ist der VDE ein großes Netzwerk. Das kann ein Projekt immer nur bereichern. Umso facettenreicher der Input von außen, desto umfassender kann das Ergebnis werden. Mit dem VDE-Prüfinstitut schließt sich der Kreis zwischen Forschung, Normung und Prüfung. Zum Beispiel auf dem Gebiet der Batterietechnologien hat das Prüfinstitut die Nase ganz weit vorne und ist auch in einer ganzen Reihe an Forschungsprojekten beteiligt. Ja, so, damit bin ich auch schon am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in unseren Projektalltag gewähren, auch wenn ich viele Themen nur anreißen konnte. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Soweit ich sehen kann,
Wenn Sie über das Webinar hinaus noch Fragen rund um das Thema haben, können Sie mich auch gerne jederzeit einfach anrufen. Ja, soweit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche. Gut, ist doch noch eine Frage reingekommen, nämlich wie lange dauert es, bis in der Regel so ein Antrag überhaupt genehmigt ist? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben teilweise mit Nachbesprechungen mit dem Projektträger auch mal erst ein Projekt ein, zwei Jahre später starten können, aber in der Regel sind es, glaube ich, so ein Viertel bis ein halbes Jahr. Gut. Wenn es sonst noch Fragen gibt, ich sehe gerade, da ist, gut. Wenn es sonst noch Fragen gibt, können Sie die jetzt noch direkt stellen. Oder im Nachgang, natürlich können Sie sich auch noch mal an uns wenden, wenn Ihnen im Nachgang noch irgendwas einfällt. Vielen Dank an Frau Boos für dieses informative und aufschlussreiche Webinar. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können mit den erhaltenen Informationen was anfangen. Wie erwähnt, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie an der Umfrage im Anschluss teilnehmen, um diese Webinare auch weiterhin verbessern zu können. Die Umfrage öffnet sich automatisch, wenn Sie das Event verlassen oder das Event zentral von uns beendet wird. Und im Anschluss erhalten Sie auch, wie eingangs erwähnt, nochmal einen Link zur Aufzeichnung. Sollte das nicht funktionieren, möchte ich Sie bitten, sich an dke-webinare@vde.com zu wenden, weil da dann Ihnen direkt bei dem Problem geholfen werden kann. Und mit der Aufzeichnung können Sie sich das Ganze nochmal in Ruhe ansehen. Das nächste Webinar wird zum Thema, wie die Frau Boos schon erwähnt hat, zum Thema Horizon 2020 stattfinden. Das macht der Dr. Paul Wacke. Das findet heute Nachmittag statt und natürlich möchten wir Sie auch dazu herzlich einladen. Gut, dann verabschieden wir uns an der Stelle und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiederhören.